How to care in a pandemic. Wie sorgen in Zeiten der Pandemie? So lautet die Leitfrage, oder ich müsste eigentlich besser sagen, der Horizont, auf den mein Beitrag zum Glossar zur Corona-Krise gerichtet ist. Ich werde in den 15 Minuten jetzt keine umfassende Analyse der Care-Krise im Zeichen der Corona-Pandemie entwickeln. Und ich möchte auch keine ausbuchstabierten Empfehlungen aussprechen, wie auf die aktuelle Lage zu antworten wäre. Ich denke, wir befinden uns derzeit alle in einer Phase der Orientierung und es geht darum, zunächst gemeinsam um Verständnis der Situation zu ringen, in der wir uns befinden. Dass die Corona-Krise zu einem großen Anteil eine Care-Krise ist, daran besteht wenig Zweifel. Alle Medien berichten aktuell von einem überforderten und völlig überlasteten Gesundheitssystem, das auf die Pandemie in keinster Weise vorbereitet war. Und hierbei handelt es sich nur um die Spitze des Eisbergs der Care-Krise. Was das mit dem Ab- und Umbau des Sozialstaates und der systematischen Entwertung und zugleich Überausbeutung von Care-Arbeit im globalisierten Kapitalismus zu tun hat, dazu gibt es bereits viele kluge Analysen, die ich hier nicht referieren möchte. Auch, dass wir nicht alle gleich von der Pandemie betroffen sind, dass wir nicht alle gleich vom Virus sind, setze ich voraus. Wer derzeit unter Bedingungen erhöhter Gefährdung und Überlastung die gesellschaftliche und individuelle Reproduktion gewährleistet, aber auch wer selbst durch das Raster sozialer Absicherung und gesundheitlicher Versorgung in Zeiten der Krise fällt, das alles ist kein Zufall. Es ist hochgradig verknüpft mit Herrschaftsverhältnissen, die die kapitalistische Landnahme unserer materiellen Lebens- und Reproduktionsbedingungen stützen. Klassenverhältnisse, Geschlechterungleichheitsverhältnisse, struktureller Rassismus. Seitens der gesellschaftlichen Linken und auch der Geschlechter- und Care-Forschung werden seit vielen Jahren Begriffe und Konzepte in die Debatte geworfen, die die Subsumption der gesellschaftlichen Sorge- und Reproduktionsverhältnisse unter das Kapitalverhältnis abschwächen oder überwinden wollen. Von Care Revolution und Forderungen nach einem Recht auf Gesundheit für alle bis Infrastruktursozialismus und transnationaler Solidarität. Die Frage, die sich in der aktuellen Situation nicht neu, aber doch mit neuer Aktualität und Akutheit stellt, lautet, wie sich solche Forderungen denn durchsetzen lassen. Ich möchte mich ausgehend von dieser Frage in den nächsten 15 Minuten Strategien einer kollektiven Organisation von Care zuwenden. Der konkrete Anlass dazu ist die Beobachtung, dass aktuell ein hohes Maß an spontanem Care-Aktivismus zu beobachten ist. Über soziale Medien, Telegram-Gruppen, Aushänge in Wohnhäusern wird die Unterstützung bei lebenswichtigen Bedarfen wie Versorgung mit Nahrung, Medikamenten koordiniert. Aufmerksamkeit und Sorge umeinander breiten sich aus. In Ländern wie Spanien und Italien, aber auch in den USA, werden hierfür vielerorts bereits existierende nachbarschaftliche und community-basierte Unterstützungs- und Sorgebeziehungen aktiviert. Ich werde diese konkreten Praktiken und Formationen jetzt, wie gesagt, nicht analysieren. Dafür fehlt mir zum jetzigen Zeitpunkt auch die empirische Basis. Sondern ich möchte zwei historische Beispiele betrachten, von denen wir mit Blick auf die aktuelle Corona-Krise und auch bei der Suche nach herrschaftskritischen Antworten auf die Pandemie meiner Meinung nach lernen können. Das erste Beispiel ist die feministische Lohn für Hausarbeitskampagne aus den frühen 1970er Jahren. Und das zweite Beispiel ist der AIDS-Aktivismus. Ich fange mit dem ersten Beispiel an. Das Industrieproletariat verfügte Anfang der 70er Jahre über einen beachtlichen Organisationsgrad, der sich in Streiks, Arbeitsniederlegungen und erfolgreichen Forderungen nach mehr Lohn für weniger Arbeit artikulierte. Doch nicht nur die Fabriken und Büros wurden bestreikt. Der feministische Emanzipationsgedanke beförderte bei Frauen auch außerhalb der Lohnarbeitsverhältnisse mehr und mehr eine individuelle Verweigerungshaltung gegenüber der vergeschlechtlichten Arbeitsteilung in der gesellschaftlichen Fabrik, vor allem allen voran im Haushalt.
Linke und sozialistische Fraktionen der Frauenbewegung suchten diese individuellen Artikulationsformen, die sich ihrer Interpretation nach beispielsweise in Alltagskonflikten zwischen Ehepartnerinnen ausdrückten, kollektiv zu organisieren. Sie waren hierbei mit einer Reihe von Care-Arbeit-spezifischen Herausforderungen konfrontiert, welche das Streikmodell der Industriearbeiterinnen als nicht geeignet für die eigenen Kämpfe erschienen ließ. Erstens lässt sich Sorge- und Pflegearbeit, die unbezahlt und unsichtbar in der Privatsphäre verrichtet wird, nicht wie die Arbeit am Fließband einfach niederlegen, ohne dabei die Gesundheit und das Leben jener zu gefährden, die von der Verrichtung dieser Arbeit abhängig sind, also insbesondere Kleinkinder, alte Menschen, kranke Menschen. Zweitens kann Sorgearbeit nicht im selben Maße wie industrielle Arbeit durch Rationalisierung und Mechanisierung reduziert werden, da die für Kindergebären, Erziehung und Unterstützung von Pflegebedürftigen notwendige Arbeit nicht von Maschinen übernommen werden könne, würde eine stärkere Automatisierung der Care-Arbeit keine nennenswerte Reduktion von Arbeitszeit für die Hausfrau mit sich bringen, so die Initiatorinnen der Kampagne. Und drittens besteht im Falle der Industriearbeiterinnenschaft aufgrund von räumlicher Konzentration und kooperativen Arbeitsprozessen bereits eine soziale Basis für Solidarisierung und Organisierung. Dem steht die Vereinzelung der Hausfrau in der kleinfamiliär organisierten Privatsphäre gegenüber. Der Arbeitstag der Frau, so Maria Rosa Dalla Costa, ist unbegrenzt, nicht weil sie keine Maschinen hat, sondern weil sie isoliert ist. Nicht in der Arbeitsniederlegung, nicht in Rationalisierung und Technisierung, sondern in der Kollektivierung und Vergemeinschaftung von Sorgearbeit identifiziert Dalla Costa vor diesem Hintergrund das Potenzial für die Überwindung des Hausfrauendaseins als Teil eines allgemeinen gesellschaftlichen Emanzipationsprozesses der Frauen. Neben anderen Differenzen unterscheidet sich der sozialistische Feminismus gerade in diesem Beharren auf Kollektivität als Organisations- und Lebensform vom liberalen Feminismus, der den Ausbruch aus der Hausfrauenrolle als wesentlich individualisiertes Emanzipationsmodell begreift, das auf der Vergesellschaftung durch Lohnarbeit basiert. Ich komme zu meinem zweiten Beispiel. Die AIDS-Krise, wie sie in den 80er Jahren in den USA und Europa ausbrach und wie sie bis heute andauert in anderen Regionen der Welt, insbesondere in Subsahara-Afrika, war und ist auch eine Sorgekrise. Ich beziehe mich jetzt auf die AIDS-Bewegung, die in den 80er Jahren in den USA entstanden ist, und schaue mir sozusagen deren Praktiken etwas genauer an. In der Zeit waren staatliche Unterstützung, Gesundheitsversorgung und auch traditionelle Hilfe- und Care-Ressourcen wie Familien und Freundschaften in vielen Fällen nicht vorhanden. Sie brachen weg, sie versagten. Aus einer Situation gesellschaftlicher Isolation und Stigmatisierung heraus, eben häufig auch in den eigenen Familien und Freundeskreisen, entwickelte die AIDS-Bewegung vielseitige und neuartige Care-Netzwerke. Dadurch wurde eine Kontinuität von politischem Aktivismus gewährleistet und ein Fortleben in Zeiten existenzieller Krisendynamiken möglich. Dieses Fortleben schließt das sexuelle Leben explizit mit ein. Die Frage »How to have promiscuity in an epidemic«, so ein Titel eines Aufsatzes von Douglas Crimm von 1988, wird zum Ausgangspunkt einer kollektiven Suche nach Wegen, um die repressiven staatlichen und polizeilichen Angriffe auf das subkulturelle Sexleben mit der Erfindung von Safer-Sex-Techniken zu begegnen. Mit ihrer Hilfe soll die Ausbreitung der Epidemie verhindert werden, ohne dabei aber Infizierte zu isolieren und ohne die sexuellen Kontakte einstellen zu müssen, die einen essentiellen Bestandteil des Community-Lebens ausmachten. Es machte die Politisierung von AIDS von Beginn an aus, dass dahinter ein heterogenes Bündnis unterschiedlicher Gruppierungen und Individuen bestand, die verschiedene Kompetenzen und Erfahrungswerte in die Bewegung einbrachten.
Bewegung ist breit aufgestellt, von Grassroots-Aktivistinnen und NGOs über GesundheitsexpertInnen, Wissenschaftlerinnen und Care-Arbeiterinnen in sozialen Diensten bis zu JournalistInnen und SchriftstellerInnen. Und die Bewegung brachte unterschiedliche Communities und Gesellschaftsgruppen zusammen, die von der AIDS-Epidemie besonders betroffen waren, darunter Schwule, Lesben und Transpersonen, Mitglieder der afroamerikanischen und latiner Communities, Konsumentinnen intravenöser Drogen, Sexarbeiterinnen. Das verlief natürlich alles nicht konfliktfrei und vor allem auch nicht ohne informelle Machthierarchien. Aber worauf es mir an dieser Stelle ankommt, ist die Feststellung, dass der Bündnischarakter der Bewegung einerseits und die Orientierung an einer Logik der Sorge andererseits neue Subjektivierungen und Beziehungsweisen mit sich brachte, die Fluchtlinien aus der Gesellschaft der Vereinzelung und Individualisierung sozialer und gesundheitlicher Risiken darstellen. Mit Silvia Federici gesprochen, formierte sich die AIDS-Bewegung in Teilen als eine sich selbst reproduzierende Bewegung, die die Spaltung von Politik und Leben überwindet und die auf eine kooperative und egalitäre Wiederherstellung der sozialen, körperlichen und ökonomischen Beziehungen im Alltag zielt. Bewegungen nämlich, die nicht dafür Sorge tragen, so Federici, dass die sozialen Bande der Communities aktiv reproduziert und kontinuierlich wiederhergestellt werden, sind ihrer Ansicht nach nicht überlebensfähig. Jedoch sollten soziale Bewegungen und Communities zugleich nicht dabei stehen bleiben, Räume und Strukturen der Selbstreproduktion zu schaffen. The idea of self-reproducing movement is not enough, schreibt Federici, because it still refers to a particular population, the movement, while the goal is to create structures that have the power to reappropriate the commonwealth and that require what Cibecci calls societies in movement. Wenn wir uns die Geschichte und Praxis der AIDS-Bewegung anschauen, dann können wir sehen, wie die Herstellung von Gesundheit und Sorge nicht als individuelle, sondern als gesellschaftliche Güter, als Commons, in vielerlei Hinsicht das Ziel war und teilweise auch mit Erfolg erreicht wurde. So arbeitete die Bewegung an einer Überwindung der heteronormativen Familiarisierung von Sozialversicherung. Sie kämpfte für ein öffentliches und für alle zugängliches Gesundheitssystem oder intervenierte in den sozialen Kahlschlag auf dem Wohnungsmarkt. Der mangelnden Aufklärung über HIV und AIDS durch Politik und Medien wurde nicht nur mit Selbstbildung in der Community begegnet, sondern AkteurInnen der Bewegung begaben sich selbst in das medizinische und wissenschaftliche Feld. Diese Strategien, so fassen es Negri und Hart, öffnet einem neuen Typ von Subjektivität das Feld. Einer Subjektivität, die nicht nur die notwendigen affektiven Fähigkeiten entwickelt hat, um mit der Krankheit leben und sich um andere kümmern zu können, sondern die auch die fortgeschrittenen wissenschaftlichen Fähigkeiten inkorporiert. Die AIDS-Bewegung stellt für Hart und Negri vor diesem Hintergrund ein gelungenes Beispiel für die produktiven und kreativen Potenziale einer auf Kooperation und Solidarität beruhenden Subjektivität dar, die ihre Arbeit an Gebrauchswerten, Bedürfnissen und Sorgebedarfen orientiert. Allerdings verzehren die beiden, Hart und Negri, die AIDS-Bewegung damit meines Erachtens zugleich zu einseitig zugunsten eines produktivistischen, vitalistischen Subjektverständnisses. So zeigt sich das Besondere der AIDS-Bewegung gerade auch in der kollektiven Bearbeitung von negativen Effekten, von unbewältigbar scheinenden Verlusten und Angst. In der AIDS-Bewegung konnte das entstehen, was in der Geschichte sozialer Kämpfe häufig fehlt. A politics that allows for damage, um es mit Heather Love zu sagen. Die Bewegung versperrt sich damit einer Idealisierung von Care-Communities als harmonischen oder stets kämpferischen Arrangements, weil die Beziehungen und Praktiken, die sie konstituieren, die radikale Möglichkeit von Krankheit und Tod mit einschließen. Anhand von Interviews mit lesbischen AIDS-Aktivistinnen zeigt Anne Svetkovich, dass politischer Aktivismus und Sorgebeziehungen selbst traumatisierend sein können.
Sie bergen im Kontext der AIDS-Krise eine emotionale Intensität sowie Erfahrungen von Verlusten und Frust, die sich schnell destruktiv wenden können, wenn sie in den Bereich des Privaten abgeschoben werden und damit nicht mehr Teil des politischen und öffentlichen Kommunikationsprozesses sind. Svetkovic zeigt, dass gerade traumatische Erfahrungen von Gewalt und unbeschreibbaren Verlusten dort, wo es einen Raum für ihre kollektive Bearbeitung gibt, andere zärtlichere Bindungen zwischen Aktivistinnen ermöglichen können, die dann in neue kollektive Politik und Lebensformen eingehen können. Ich möchte nun abschließend noch kurz ein paar Gedanken formulieren, was wir aus dem Hausfrauenstreik und aus der AIDS-Bewegung auch für die heutige Zeit vielleicht lernen können. Kollektivierung von Sorgearbeit durchbricht in beiden Beispielen soziale Isolation. Sie erweitert Handlungsmacht und schafft damit die Grundlage für eine gemeinsame politische Organisation sowie für die Entstehung kollektiver Lebensweisen, bei denen Fürsorge und Solidarität nicht auf Privatsphäre und nicht abstrakt bleibend, etwa im Familienhaushalt, reduziert ist. Die kollektive Organisierung von Sorgearbeit ist damit nicht nur eine Notlösung angesichts mangelnder familiärer und staatlich zur Verfügung gestellter Care-Leistungen, sondern sie wird zu einem Medium, das uns transformiert. Unsere Subjektivitäten, unsere Beziehungen und unsere Fähigkeiten verändern sich, wenn wir Fragen der Sorge und Aufmerksamkeit zum gemeinsamen Ausgangspunkt unserer politischen Organisierung machen. Kollektive Care-Praktiken und Politiken fürchten sich nicht vor Interdependenz und vor einem aufeinander angewiesen sein in der Krise, sondern sie basieren genau auf der Einsicht von wechselseitiger Abhängigkeit und Betroffenheit, und darin liegt ihre Stärke. Frei nach Alanis Morissette, the only way out is through.